Wo sind wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich sehe hier eine Küche, ich sehe ein Messer, ich sehe Honig, ich sehe Öl. Sieht nach einer Kochshow aus. Irgendwie schon, ne? Warte mal, hier ist was eingebrannt. Herzlich willkommen zu Cook and Cook. Ah, herzlich willkommen zu Cook and Cook. Und tatsächlich haben wir eine kleine Idee, und zwar mit dem Namen Cook and Cook in Form von Kochen und Schauen. Essen und vielleicht auch Film und alles, was so mit besonderem Entertainment zu tun hat, mal zusammenzubringen. Besonderes Entertainment? Ja, wenn du von so einem Handschuh redest. Flo und ich träumen nämlich schon immer, weil wir gerne viel kochen und Zeit zusammen verbringen, auch mal was zu machen, was vielleicht ein bisschen anders daherkommt und gleichzeitig aber auch etwas bringen kann und Leuten Einblicke gibt in eine besondere Welt. Und ihr habt schon zwei Stimmen gehört. Und wir wollen heute mit diesen zusammen etwas Schönes kochen. Und auch draußen ein bisschen Barbecue. Wir wollen uns vor allem unterhalten, wollen wir uns. Das ist es gibt viel zu lernen. Richtig. Und sie flößen einem Respekt ein. Aber wir stellen sie einfach mal vor. Und zwar einmal ist es der Ingo Albrecht und der Martin Kessler. Und ich habe ehrlich gesagt Sorgen, sie überhaupt zu Wort kommen zu lassen, weil ab dem Moment hört uns keiner mehr zu. Wir sind beide Synchronsprecher und haben dieses irgendwann mal in einem Beruf erlernt, nämlich Schauspiel, und sind dann zu dem Synchronen gekommen. Und dann gab es irgendwann in meinem Leben eine Entscheidung, mich dem Synchron ganz und gar hinzuwenden, was ich auch gemacht habe. Und das ist jetzt heute hier das Ergebnis, dass Fast and Furious im Kino läuft und wir jetzt hier kochen. Weil eure beiden Stimmen kennt man aktuell aus Fast and Furious 8, ja, der kürzlich gestartet ist. Denn deine Stimme, Martin... Naja. Das ist halt so gut. Ich stehe mit dem Rücken zu euch und das macht mich so fertig. Naja, ich kann mich auch nur dem Werdegang von Ingo anschließen. Er ist Schauspieler gewesen. Dann kam das Synchron und hat seinen großen Rachen aufgerissen. Und irgendwann war die Entscheidung Bühne und Synchron oder nur noch Synchron. Und dann war es halt nur noch Synchron. Ihr seht also, unverkennbar ist das. Und das mache ich seit vielen Stimmen, seit vielen Jahren. Es sind die Stimmen von Dwayne Johnson und in diesem Fall Vin Diesel. Aber auch Vin Diesel Stimme kennt man zum Beispiel auch als die Variante von Nicolas Cage, ja, oder auch Brad Pitt in Troja. Oder ich bin großer Overwatch-Fan, Soldier 76 beispielsweise. Ja, das ist so gut. Ich hab dich im Visier. Das Schlimme ist, ich sehe Flo selten unsouverän, aber sobald eure Stimmen heute das erste Mal hinter den Kulissen auf ihn getroffen sind, wie ein kleines Kind ist er geworden. Das ist aber auch doch schön, schlimm. Ist doch wunderbar. Es ist halt wirklich... Es ist, ja, es kurz ist, vor Ostern ist doch klasse. Ja, aber es ist wirklich beeindruckend. Also es ist halt, wenn eine Stimme... Ich bin halt ein riesen Hörbuch-Fan. Ja. Und wenn eine Stimme so viel ausmacht und so viel transportiert, ja, das ist halt unvergleichlich. Und man muss dazu sagen, da springe ich immer ganz gerne in die Bresche, wir haben in Deutschland eine fantastische Synchronkultur. Lieber, mit einem Messer in der Hand glaube ich dir alles. Also ja, da kann man dir schlecht wir widersprechen. Wir haben eine fantastische Synchronkultur. Es wurde, glaube ich, in Deutschland erfunden und viele meckern ja immer, aber wie man hier aufgestellt ist, ist gigantisch. Ich will kurz aber dazwischen grätschen, damit auch etwas passiert. Wir haben ja gesagt, wir wollen kochen und damit Flo jetzt nicht allein die ganze Zeit schneidet und rummacht und wir wollen nachher auch ein tolles Barbecue draußen machen, weil das gehört zu Fast and Furious, ein bisschen grillen, in jedem Film kommt das vor. Will ich dir jetzt A helfen, B Flo, du musst uns also ein bisschen Arbeitsaufträge geben, wer Lust hat, macht mit, muss aber nicht, dann können wir weiter über Synchron reden, weil ich glaube, viele von euch haben bestimmt Interesse zu sehen, wie genau funktioniert das, was passiert euch privat. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn man einer Frau begegnet mit einer solchen Stimme. Man hat bestimmt eine ganze Menge Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile, die dadurch auch entstehen. Nachteile auch, glaube ich. Es gibt, glaube ich, vieles, was dadurch berichtenswert ist. Aber Flo, was müssen wir machen? Was wir im Prinzip machen, wie gesagt, wir haben die marinierten Steaks, die hauen wir nachher natürlich auf den Grill. Ich bin hier gerade dabei, wir haben hier ausgebeinte Hähnchenkeulen einfach, ohne Knochen. Die werden wir jetzt schön mit den Kräutern da schön ist ein bisschen ein... Ist Poulade, oder? Genau. Ist Poulade Hähnchen? Ich bin gerade ein bisschen... Es ist Geflügel. Die werden wir mit den Kräutern jetzt so ein bisschen einmassieren, dann kommen die in den Ofen, weil uns die Kräuter auf dem Grill verbrennen würden, logischerweise. Was wir dann gleich machen, wir machen ein paar verschiedene Senfsorten und wir machen verschiedene Dips einfach nachher, dass wir ein paar Soßen dann auch auf dem Tisch zu stehen haben. Wir machen zum Beispiel eine Tequila-Salsa, auf die ich übelst Bock habe. Es gibt einen asiatischen Nudelsalat, weil wir ja auch zwei Vegetarier und nur zwei Karnivoren hier anwesend haben. Dann machen wir noch Knoblauchbaguette, wir machen Grillkäse, wir machen noch diese kleinen veganen Gemüsepäckchen. Und ich glaube, davon werden wir vier satt und ich glaube, da kann der ganze Crew nachher auch noch mit essen. Das sollte passen. Natürlich will. Ja, ich bereite gerade zum ersten hier erstmal das Fleisch vor, was wir gleich noch marinieren werden. Ist was für ein Fleisch? Das ist Rindfleisch. Aha. Und du kannst mir im Prinzip schon mal einen riesen Gefallen tun
Und da hinten liegt ganz viel Gemüse rum. Das kann komplett geschält und geschnibbelt werden. Alles. Super. Sellerie, Lauch, Paprika. Ja, alles, was du da siehst. Also die Sprossen logischerweise nicht, aber du kannst die Möhren schälen und so weiter. Die Möhren schälen und so weiter und so fort, genau. Okay. Was Florian sagt, also mit dieser Synchronkultur, das ist auch einzigartig. Man muss da wirklich auch mal, wenn wir da aus dem Nähkästchen plaudern, er hat völlig recht. Also in keinem anderen Land ist diese Art von Business so entwickelt wie in Deutschland. Und die deutschen Hörgewohnheiten haben natürlich sein Publikum. Und dieses Publikum will die deutschen Stimmen. Und das ist was ganz Einzigartiges, was Tolles, was sich entwickelt hat, was der uns geneigte Hörer und Zuschauer auch wirklich vernehmen will, nämlich seine deutschen Stimmen. Und das ist was ganz Faszinierendes. Naja, die Deutschen können ist halt der auch... Der hier zum Trinken oder nur zum Angucken? Tequila. So, ich pimpe jetzt hier gerade mal so eine Teriyaki-Soße ein bisschen mit Chili, Pfeffer, genau Knoblauch für das Fleisch. Das packe ich da gleich rein, das kommt in den Kühlschrank. Holy, mir fällt gerade auf, ich habe die Kartoffeln vergessen. Was mache ich mit den Möhren hier? Soll ich sie einfach welche Ringe schneiden, längs aufschneiden, Flo? Kannst du mir sagen, wofür wir die Möhren am Ende brauchen? So fein, also wirklich sehr fein. Feine Streifen, die feine Kreise. Wie du es möchtest, es wird halt nachher ein kalter Nudelsalat. Ah. Und je nachdem, wie du diesen asiatischen kalten Nudelsalat... Ja, oder so. Ja, oder was. Na, lass mich mal tun. Warum jetzt noch eine Kochshow? Warum nicht was anderes? Naja, erstmal, ich glaube, wenn man schon sieht, wie ich hier versuche, die Möhren darunter zu raspeln, das hat man in der klassischen Kochshow ja gar nicht viel zu tun. Alles klar. Sondern es geht schon darum... Du meinst, die Ersten lachen sich jetzt schon so, oder? Ja, aber das ist auch in Ordnung. Also wir machen ja hier YouTube und Flo hat auch die ganze Zeit parallel zu tun. Mir geht das nicht um Perfektion. Ich fand immer die Idee toll. Das heißt, und darum geht es auf meinem Kanal zum Beispiel bei der Social Movie Night, Dinge zusammenzubringen, die vielleicht gar nicht in erster Linie für gewöhnlich zusammengehören. Und ich liebe natürlich Filme, aber wie man auch sieht an meiner Statue, ich liebe Essen. Und der Flo, der liebt halt gerne genauso Essen und mag auch Filme, aber beschäftigt sich nicht damit. Naja. Wir wollten schon immer mal was mit Kochen machen und finden beide natürlich verschiedenste Themen interessant, die man da machen könnte. Schön. Und gerade bei Fast dachten wir, es sind zwei so markante Stimmen. Ja. Wie hatten uns beide schon mal bei Central Intelligence bei der Social Movie Night gesehen? Letztes Jahr um diese Zeit. Das war wunderbar. Da war Dwayne Johnson zu Gast, da war ich schon total beeindruckt von dieser Stimme. Ja. Und da war es dann natürlich ganz klar, einfach mal zu fragen, wäre es denn möglich, die Stimme von Vin Diesel in dem Fall zu bekommen. Martin hat dann, soweit ich weiß, auch sehr schnell geantwortet. Ingo war auch sehr schnell interessiert. Und wir versuchen das halt gerade zum ersten Mal. Haben wir überlegt, kein Problem. Sind vier Leute zu viel, machen wir zu fünf oder zu sechs mal was. Und deswegen sind wir hier noch sehr offen, probieren aus. Aber wer nicht ausprobiert, wird es nicht herausfinden. Das war schon immer mein Ansatz. Das hat immer zu was Neuem geführt und am Ende habe ich auch vorhin zu dir gesagt, im schlimmsten Fall haben wir hoffentlich zumindest was Gutes gegessen. Gute gegessen ja, das ist das. Wer die Idee hatte, Flo, wer hatte die Idee für dieses Format hier? Das war gerade die Frage. Wir wollten eigentlich ein Restaurant-Test-Format ganz frech haben, um uns durch die ganzen Sternehäuser zu futtern. Wie soll das heißen? Ex-Cuisine sollte das heißen. Ja. Aber das war dann doch zu dreist, das haben wir nicht gebacken gekriegt. Aber da wir uns trotzdem nicht nehmen lassen, Hobby und Beruf miteinander zu verbinden, haben wir gedacht, machen wir halt sowas hier. Ja. Jetzt muss ich euch die Frage kurz stellen. Flo ist nicht da. Weil, das klingt immer komisch und ihr könnt das auch verneinen, aber ich habe von ganz vielen Synchronsprechern, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, gehört, dass sie früher auch Pornos synchronisiert haben. Dass das also eine Art Standard ist. Nein. Quatsch. Ihr habt doch noch nie davon gehört, dass das Schauspieler jemals getan hat. Doch, aber ich habe es gemacht. Klar. Aber, in der Kantine damals. Ist das so ein Einstiegsjob? Ich habe gehört, ein guter Zusatzverdienst. Ich habe gehört, welcher deutsche Schauspieler ist dann, hat Schweiger das nicht mal gemacht oder irgendwie so? Oder bin ich jetzt wirklich völlig fehlinformiert? Soweit ich weiß, Schweiger bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das war das Einzige, was er synchronisieren durfte. Nein, ich glaube, diese Branche ist, glaube ich, also für Synchronsprecher schon lange passé. Das war vielleicht in den 70ern so. Das war noch, als ich mit Synchron... Manfred Lehmann hat selber davon noch erfolgreich gesprochen. Ja, ich weiß noch, als ich angefangen habe und abends in der Kantine sind dann noch abends die Leute dann verschwunden und haben dann auch ein paar Pornos synchronisiert und haben die Marken nebenbei gemacht. Wie ist denn das, wenn man so eine bekannte Stimme hat? Ist das nicht... Ja, weil vorhin Nachteile erwähnt worden sind, was ich so gar nicht... Warte ganz kurz, bevor darauf eine Antwort kommt, würde ich gerne mal mit Flo kurz darüber überlegen. Warum wunderst du dich so, dass das Nachteile hat? Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass du ständig Leute triffst, die sofort etwas assoziieren, was du ja nicht bist. Und das ist doch sofort auch eine Hürde, kann ich mir vorstellen. Dass Leute einen ja nicht mehr unvoreingenommen betrachten, wenn sie einen das erste Mal kennenlernen, oder?
Oh, meinst du, es ist so eine Erwartungshaltung? Nee, also wenn das so im privaten Rahmen ist, nee, dann ist es, also habe ich die Erfahrung gemacht, dass es wirklich getrennt ist von den Rollen. Manche sind am Anfang noch so ein bisschen, oh, also bei mir läuft gerade Kopfkino ab, ich krieg's nicht zusammen. Aber im privaten Rahmen ist das ganz schnell vergessen. Ganz schnell. Aber was sind denn dann Nachteile? Naja, dass du schnell in ein Schubfach gelegt wirst und dass die Leute dich, also ähnlich wie bei euch, dass sie dich dann also nur noch fokussieren über die Stimme und möglichst wollen, dass du dich die ganze Zeit mit denen in der Stimmlage eines Dwayne Johnson unterhältst und sagst, hey, mach die Moorrübe richtig und so weiter. Das ist ja noch immer Nerven, weil du ja auch genauso privat bist und auch privat sein willst. Was ja, Kinder, Mensch, erzählt. Fast and Furious, ihr habt den Film jetzt gesehen. Und erzählt doch mal, was sind eure Eindrücke? Was hat euch besonders gefallen? Ich habe keine Ahnung, Also es wird ja nicht der letzte Teil gewesen sein. Nee, 10 Teile sind angekündigt. Ja, 10 Teile, klar. Aber sag mir doch mal bitte, was noch kommen soll. Also die nächste Verfolgungsjagd das auf dem mich Mond auch gefragt, ja. Und durch den Todesstern, so nach dem Motto. Aber ey, ganz ehrlich, ist da noch Luft nach oben? Ja, natürlich. Ja, mir wird schon was einfallen, aber ich frage mich dann, immer wie absurd wieder nach wird jedem das? Teil gestellt und du siehst doch, sie übertreffen sich doch. Flo, nach oben ist noch Luft. Ja. Da muss man eben mal drüber reden. Ich muss erst mal sagen, den Film selber und wer jetzt auf meinem Kanal gerade das Format schaut, hat die Review wahrscheinlich dazu gesehen. Wir waren ja nicht nur in der tollen Atmosphäre da, die 50. Jubiläums-Social-Movie-Night zu machen und Vin Diesel und Charlize Theron dabei zu haben und den Regisseur des Films, der ja nebenbei auch Straight Outta Compton gemacht hat vor 2 Jahren und damit auch bewiesen hat, was er kann. Dieser Film ist für mich ein richtig guter Begriff oder den Unterschied zwischen genial und geil zeigt. Fast and Furious 8 ist für meine Verständnisse nicht genial, aber der ist geil. Was ich aber sagen will, ist, dass bei all dieser Action, die so absurd ist und die einfach so an den Haaren herbeigezogen ist und auch trashig, das aber nie billig ist. Jede Kampfchoreografie, und das konnte man in den Trailer schon ahnen, zwischen zum Beispiel Jason Statham und Dwayne Johnson, das ist schon abgefahren. Immer wieder gespickt mit Witz und Sticheleien untereinander. Und es bilden sich ja auch so kleine Teams, die sich immer gegenseitig piesacken. Ja. Plus das Element, dass wirklich wie jeder Einzelne aus dieser Familie wieder ein bisschen mehr zum Zuge kommt und auch in den Vordergrund gerückt wird. Dass man auch bei Dwayne Johnson versucht, ein bisschen was Familiäres noch mehr reinzubringen und ihn nicht bloß als diesen einen Spieler zu haben. Und natürlich auch, dass man es gut geschafft hat, wie ich finde, zu erklären, warum sich Dom gegen seine Familie dreht. Das ist schon so ein Punkt. Wie man das erklärt, habe ich gut mitgenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ganze Franchise hat sich von Rennfahren zu absolut absurder Action entwickelt. Aber es macht einen Heidenspaß, sich das im Kino anzugucken. Das ist ganz klar. Ich finde, dass die Komponente des Humors da auch sehr zum Tragen kommt irgendwie. Also weil es wurde ja zwischendurch im Kino auch ein paar Mal richtig gelacht, weil die Jokes auch gut gesetzt waren. Die waren ja gut. Ja, eben. Und das war für mich neu. Dass da wirklich manchmal auf einen guten, coolen Joking gearbeitet wurde und da auch wirklich lustige Sprüche darüber kamen. Und das hat das Ganze natürlich auch noch eine andere Ebene gegeben. Und das war natürlich wunderbar. Ja, das Geflügel haben wir soweit fertig. Das Fleisch ist auch mariniert. Jetzt machen wir hier einfach ganz simpel. Wir haben jetzt einen Chili-Senf gemacht. Da haben wir uns jegliche Arbeit gespart und haben tatsächlich einfach Senf und eine schöne Chili-Soße miteinander vermischt. Noch ein bisschen Pfeffer rein. Jetzt machen wir hier einen schönen Honigsenf. Davon nehmen wir einen schönen scharfen Senf. Dann nehmen wir noch einen groben, süßen Senf. Und dann hauen wir noch ein bisschen Honig mit drauf. Das ist eine super Soße. Und dann machen wir uns tatsächlich erstmal an die Salsa. Wobei ich sehr gespannt bin. Ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben eine Tequila-Salsa gemacht und frage mich jetzt gerade, warum nicht. Aber du weißt, wie sie geht? Nö, ich antizipiere. Cool. Ich habe ja Zutaten vor mir zu stehen und gehe einfach mal davon aus, dass sie alle in den Mixer kommen. Das ist aber auch gut, weil bei der Einweisung ich tatsächlich gesagt bekommen habe, das ist kein Problem, wir packen die Zutaten so an einen Fleck, dass du genau weißt, was wo reinkommt und ihr alles auseinandernehmt. Aber das macht gar nichts, wir raten jetzt. Das wird gut, vertraut mir. Ich bin ja seit 11 Jahren mit einer Vegetarierin liiert, die auch in unserer Beziehung noch nie Fleisch gegessen hat tatsächlich. Ich finde die Entscheidung auch super, ich respektiere die auch, nur ich habe eine andere Entscheidung getroffen, nämlich ich muss wissen, wo mein Fleisch herkommt. Das ist für mich das Ding. Und für mich ist es zum Beispiel völlig abartig, dass ich Hühnchen kaufe und ich esse auch nicht jeden Tag Fleisch. Das ist wahrscheinlich noch eine Sache, die man erwähnt. Aber ich finde es halt so krass zu sehen, ich kaufe Hühnchen und das kostet mich halt gerne mal, wenn ich mir 2 schön ordentliche Hühnerbrüste kaufe, kostet mich das gerne mal schnell 13, 14 Euro. Ja. Oder mehr. So, jetzt gehe ich in einen beliebigen Supermarkt und sehe das da für 2,40 Euro liegen. Wo ich mich wirklich frage, das kann nicht
Hühnchen sein. Sogar das würde ich anzweifeln. Aber vor allen Dingen die Umstände, unter denen das produziert wird. Und das ist halt eine Sache, wo ich mich frage, ich kaufe doch dann lieber wirklich was mit einem Herkunftsnachweis, wo ich genau weiß, was ich für ein Fleisch habe, weil es ist ja meine Ernährung, es ist ja für meine Gesundheit. Vor allen Dingen schmeckt es. Und das ist Industriezeug, das Geile ist aber, dass dann jetzt Leute wieder anfangen zu argumentieren, ja, aber das kann sich ja nicht jeder leisten. Wo ich mir denke, genau, aber es ist ja auch was Besonderes. Das muss ich ja auch nicht. Es muss ja auch nicht jeden Tag morgens Wurst, mittags Wurst, abends Wurst. Das ist halt das Ding. Das ist ein ganz, ganz großer Denkfehler, den aber wirklich viele Menschen haben, dass sie denken, Fleisch als fester Bestandteil der Ernährung wäre eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber da haben wir ja sowieso in Deutschland mit diesem billig, billig, billig Mentalität ein Riesenproblem. Also gerade was Ernährung angeht. Jetzt kommt was ich total hasse: Zucker karamellisieren. Warte kurz, ich habe gerade die Anweisung bekommen. Es wäre eine viel geilere Idee, die noch in die Pfanne zu schmeißen. Aha. Du karamellisierst jetzt die grünen Paprikas. Ja. Aha. Paprikoten. Guck mal, hier lernst du noch was. Aber wirklich. Gibt dieses Messer auch in scharf? Willst du das probieren? Das ist ein bisschen scharf. Ah ja. So. Nee, das ist auch nicht schlecht. So. Könnt ihr uns, das finde ich auch spannend, dem Flo und mir mal einen kleinen Zungenbrecher geben, den man wahrscheinlich in eurer Welt gerne aufsagt, um zu gucken, ob alles funktioniert, sprechtechnisch, und wir versuchen den aufzusagen. Habt ihr bestimmt ein paar Sachen. Der katalanische Kaplan fliegt Paprikate. What? Okay, der katalanische Kaplan klebt. Der katalanische Kaplan klebt Paprikate. Der katalanische Kaplan klebt Pappplakate, ja, okay. Da brauchst du ein bisschen. Warte. Okay. Der kastrierte katalanische Kaplan klebt Pappplakate. Oh nein. Wir können das noch steigern. Okay, Der kastrierte katalanische Kaplan klebt Pappplakate. Niemals. Ja, und die Zuschauer, der kastrierte katalanische Kaplan klebt Pappplakate. Kannst du auch nur dreimal, dann fange ich auch an zu schreiben. Also ich mache das nur gegen Geld. Nur gegen Geld, nur gegen Gage, das mache ich nicht freiwillig. Der kastrierte katalanische Kaplan. Der kastrierte katalanische Kaplan klebt Pappplakate. Ey! Es hat geklappt! Jetzt wird gleich laut. Das geil. Es ist ein Smoothie. Karamellisierte Paprikaölsuppe. Essig. Essig ist auch noch drin. Also, ein Filmzitat und natürlich, weil wir das Deutsche... Das schöne Mobile am Haar, was mir natürlich nicht passieren kann. Ich nehme das mal so raus. Natürlich, deutsche Zitate nehme ich dann an der Stelle. Ganz klar, wo wir bei Fast and Furious sind. 8 läuft der 12. April in den deutschen Kinos. Teil 1. Ja. Eins wird jeder richtige Rennfahrer sagen, egal ob ein Inch oder eine Meile Vorsprung. Sag mal. Gewonnen ist gewonnen. Das musst du eigentlich sagen, Martin. Aber ich habe es vergessen. Hör mir zu. Egal ob ein Inch oder eine Meile Vorsprung, gewonnen ist gewonnen. Gewonnen ist gewonnen, das kann ich mir noch merken, aber den Anfang... Okay. Ja, wunderbar. Also das Einzige, was ich mir merken kann oder merken muss, weil ich das ständig aufs Butterbrot geschmiert bekomme... Sag mal. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Ah, geil! Das ist das geil. Das ist ja so eine ganz wichtige Geschichte bei Fast and Furious. Filmzitate. Das ist geil. Das ist wichtig. Frodo, ich kann vielleicht nicht den Ring tragen, aber ich kann dich tragen. Luke, ich bin dein Vater. Wie sieht's damit aus? Sowas. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Peilung, wie viel Tequila da ist. Ich habe witzigerweise überhaupt auch vor, demnächst ein Video darüber zu machen. Und ich überlege, diese Reihe fantastisches Filmwissen zu nennen, wo man Dinge hineinpackt, die auf der einen Seite zum Beispiel geht es um Method Actor, was für krasse Method Actor es gibt, aber auch Sachen, die normalerweise schon sehr speziell sind. Alles gut, und zum Beispiel überlege ich bewege mich wie ein Schatten. Sekunde, ich muss vielleicht ist es spannend, weil für euch mag das gang und gäbe sein, wenn man Leuten zum Beispiel mal erklärt, oder auch nur sehr oberflächlich, weil man kann nicht so ins Detail gehen, was ist die Heldenreise am Beispiel von wirklich großen Filmen. Also die Heldenreise am Beispiel von Star Wars oder König schon im der Abi Löwen gehasst. Oder Herr der Ringe. Aber bei König der Löwen und die Heldenreise zu nehmen oder bei Herr der Ringe, das ist doch mal eine interessante Sache. Total. Total. Dass die Leute mal merken, wie interessant es eigentlich ist, dass sie immer die gleiche Geschichte irgendwie erzählt bekommen. Das fand ich zum Beispiel spannend. Also das muss ich sagen, sieht gut aus. Heiß. Riecht cool. Gut. Heiß. Das ist immer gut. Ich wahrscheinlich nicht. Und wenn man sieht, es ist ja nicht unglaublich schwer gewesen. Mann, ich krieg Hunger. Jetzt haben wir schon mal einen Vorgeschmack von dem, was nachher ist. Schön. Auf so vielen Ebenen absolut richtig Ersatz. Ne? War schön. Ja, du machst aber Butter rein und dann kommt da noch was, Flo?
Bei denen, wir haben jetzt hier ein paar, wo Butter und Salz einfach nur drauf ist, ganz simpel. Und ein paar, in denen so ein richtig schöner weicher Käse ist, der jetzt gerade noch so ein bisschen vor sich hin verläuft. Also wirklich Mini-Kumpis und Mini-Kartoffelbrei-Pakete quasi. Quasi, ja. Ich find's gut, dass Flo hier die ganze Zeit eifrig macht. Weil ganz ja, einer muss ja was machen, ihn, der hat den Plan. Hier nicht viel fertig. Aber dieser Salat macht mir so mega Hoffnung, weil das ist ganz lecker. Fein. So, wir sind hier drin auf jeden Fall soweit fertig. Dann würde ich sagen, wir gehen raus. Ja. Ich bin dafür. Grillen. Geil, wir können Zeug auf den Grill schmeißen. Gut. Endlich draußen und das Bier ist natürlich so wunderbar. Gut aus. Willkommen im Berliner Frühling. Uiuiui. Ui. Lecker, 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 Popecka. Willkommen im Berliner Frühling. Lecker Popecka? Lecker Popecka. Die Kamera, voll die Kamera. Das ist dein. So, das ist jetzt Barbecue und Bierchen. Kannst du den Satz mit der Familie und den Freunden noch mal sagen? Was? Den Satz mit den Familien und den Freunden. Wann denn der? Weiß ich nicht, du musstest den so ich habe keine sagen. Freunde, ich habe Familie. Ich habe, ja. Sag noch mal. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Oh, das ist halt super. Also ich möchte mal ganz ehrlich sein, ich war mir nicht sicher, dass das am Ende so gut aussieht. Ich bin mega gespannt, ob ich die Steaks verkacke. Die sind nämlich in dieser Marinade, die ich noch nie gemacht habe. Weil Teriyaki-Soße auf dem Grill, aber auch Angst, dass das Ding echt gleich Feuer fängt, wegen dem vielen Zucker. Mhm. Boah, diese Salsa. Die sind übelst zusammengegangen. Ich habe die ja so dick geschnitten, ich habe die ja auf 3 cm geschnitten, die sind, 1 cm haben die verloren. Die sind total zusammengegangen, in 2 Stunden. Boah, diese rote Salsa ist irgendwie fetzig. Die ist geil, ne? Das ist die mit Tequila? Ja. Interessant. Das ist die mit Tequila, Chili, Tomate, Paprika ist nicht drin, sondern, achso, die sehr Minze ist noch mit drin, also geiles Ding. So, setz dich doch mal her und iss doch mal mit. Kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit da am Grill bist. Wir sind gleich soweit. Genieß du doch, sonst isst du eins alleine und es war immer noch 3 Minuten. Instagram ist einer der interessantesten Leute, die ich folge, ist wirklich Dwayne Johnson. Alter, aber was für ein Effort. Und der Typ ist so krass, der postet halt jeden Morgen, wenn er um 3.30 Uhr aufsteht, erstmal Training. Und dann erledige ich die Sachen, wo ich meine Ruhe habe, bis 6 Uhr noch was morgen. Dann geht's morgens, dann geht der Arbeitstag los. Ich glaube, der schläft 3 Stunden. Der steht um 3.30 Uhr auf. Ja, teilweise. Ja, der hat auch, man kriegt ja so ein bisschen im Hintergrund mit, der ist mit einer riesen Entourage unterwegs, der hat ganz klare Order, was man alles aus den USA da haben muss, vorrätig an Sachen für ihn, die er braucht für die Ernährung. Ja. Und dass er halt den ganzen Tag, bei dem ist alles durchstrukturiert, das siehst du bei dem, wie schnell der wächst, wie der auch alle Filme parallel macht. Also wenn du auch siehst, dass Jumanji und so kommt, wie der schon die Promo schiebt. Also ist einer der aktivsten, die es überhaupt gibt. Und ich glaube, auf Instagram ist auch der größte Superlativ überhaupt aus der Schauspielwelt. Der das aber auch verstanden hat, was Showbusiness ist. Ja. Ist der größte, sowieso der größte Kanal auf Instagram. Aber ich denke mal, sagst du ja selbst, es ist eher nicht er allein. Da steckt ein ganzer Trost dahinter. Das und passiert hat früher oder später. Und es ist aber ja nicht auch von naiv. Allein. Nee, das erarbeitet man sich natürlich. Aber es wäre ja naiv zu glauben, jemand könne sowas ganz allein bewerkstelligen. Das merkt man ja in unseren Sphären. Wollte ich gerade sagen. Ich veröffentliche auf bis zu 3 Kanälen, bis zu, sagen wir mal, 8 bis 11 Videos in der Woche. Und das, jeder, der glaubt, dass man das alles alleine noch macht, das ist halt wirklich. Also ich mache viel noch selber, vor allem Schreiben, weil das ist das, was mir mit am meisten Spaß macht. Das Schreiben, das Skripten, das szenische Umsetzen halt, weil ich wissen, also ich will halt genau wissen, wie es aussieht und es muss dann halt dementsprechend auch so aussehen. Was hast du deine Vorstellung? Regiezeug halt angeht. Aber gerade was so runterarbeitende Sachen macht, und da bin ich ganz ehrlich, es gibt 2 Menschen, ohne die kann ich nicht mehr leben. Und das sind Jan und Olli, und die sind beide, vertreten mich auch im Schnitt halt mit. Wir sind die beiden. Das genau, das sind meine, Crew, auch meine Cutter, die gehören zu meiner absoluten Stammcrew, ohne die möchte ich nicht mehr leben. Und ich kriege immer schon mit, wenn einer von den Cuttern, und gerade wenn Jan im Urlaub ist, rotiere ich und gehe total am Stock. Komm zurück! Weil ich halt dann wieder merke, viel Zeit. Du musst ja immer bezahlen. Dann würde auch bleiben, meinst du? Nee. Aber wie viel Zeit halt das wirklich noch kostet, und ohne dass du deine Crew irgendwann aufbaust, das funktioniert nicht. Ja. Nicht, wenn du mehr willst. Ich habe auch einen. Also bei den Filmen, die ich da mache, Eugenio, ein italienischer Cutter. Eugenio ist ein super Talent. Ohne dem würde ich nichts, aber auch gar nichts auf die Reihe kriegen. Genauso mit der Soundbearbeitung, Mainland Media, Micha Kube. Ein toller Mann, der es versteht, aus den Dingen wirklich was herauszuholen. Und genau, und das ist ja das Wichtige, die deine Gedanken auch wirklich umsetzen.
und wirklich so umsetzen, so wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Und das ist es eben, weißt du, dass du da nicht so dem Umsetzen andauernd noch hinterher rennst, sondern du weißt, wenn du denen das in die Hand gibst, die machen es. Ja, das ist halt das so eine Sache. Du musst halt, das ist auch so was, was ich eigentlich in der ganzen Branche so schön finde, wo ich uns jetzt mal ungehobelt in einen Topf schmeiße, dass unfassbar viel auf Freundschaft und Vertrauen beruht. Ja. Gerade eben wirklich, wenn du Leuten Sachen in die Hand gibst, die du jahrelang selber gemacht hast. Das ist echt krass. Ja. Ich bin so froh, dass das Hühnchen nicht völlig getrocken geworden ist. Das ist doch super. Schmeckt gut. Das ist ja ganz toll geworden. So ihr als Fleischesser? Ja, das ist ein sehr gutes Hühnchen geworden. Wann fängt ihr an oder wann wurde das Thema Geld bei euch wichtig? Wann kam das Geld bei euch rein? Ihr wart ja am Anfang an... Du meinst bei YouTube oder was? Ja, bei euch sozusagen. Also wann habt ihr damit dann ernsthaft richtig Geld verdient? Naja, wie gesagt, also für mich wurde es interessant ab dem Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, dass ich meinen Studentenjob eintauschen kann dagegen. Weil ich stand halt vor der Entscheidung, Studentenjob oder YouTube, weil beides kriege ich nicht mehr unter einen Hut. Klar. Und dann war ich bei YouTube eben auch so an der 400-Euro-Schwelle und dann habe ich überlegt, so, ach komm, scheiße, versuch's es. Oh Gott, bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ich wusste von Anfang an, dass wenn ich... Dass wenn du das machst, worauf du Bock hast, ja, und die Leute werden Lust haben, ergibt sich ja quasi ein einfaches System. Die Leute werden dir mal folgen, du machst weiterhin, worauf du Bock hast, und dann werden dich mehr gucken und dann wirst du mehr verdienen. Ergo, und das ist immer mein Credo, bei allem, was man tut, und das sage ich auch jedem Menschen, egal was du tust, du musst das lieben und Geld darf maximal an zweiter Stelle kommen. Es sei denn, du bist Investmentbanker, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du Geld voranstellst, dann wirst du nicht erfolgreich in der Sache. Klappt nicht. Geld kommt dann von alleine hinterher. Oder nicht. Und so ist es bei mir bei YouTube gewesen. Irgendwann sind es genug und vor allem, du machst ja eigentlich immer das Gleiche und weitest das zwar aus und lernst mehr, aber eigentlich machst du immer noch das Gleiche wie vor 7 Jahren. Ja, wunderbar. Es wird halt dann irgendwann rentabler, es geht halt durch die Masse. Also ich muss an der Stelle sagen, wir wussten ja selbst nicht, wie genau wird so eine erste Folge aussehen, was machen wir. Ich finde, wir haben wirklich sehr, sehr gutes Essen gehabt. Ich bin überrascht, sowohl für Fleischesser als auch für Nicht-Fleischesser. Haben wir wirklich was Schönes auf die Beine gestellt. Ja. Geile Serien. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Also mich hat es wahnsinnig gefreut. Zwei sehr angenehme Gäste, wir konnten einiges lernen. Ich hoffe, die Zuschauer auch. Das ist das Allerwichtigste, dass es euch interessiert und euch Spaß macht. Es gibt Zuschauer. Und auch Zuhörer. Dass es euch gefällt. Und ja, ich gehe glücklich nach Hause heute und habe Lust, weiterzumachen. Ich hoffe, die Leute haben. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei. Dieses Mal stelle ich das Menü zusammen. Okay. Jetzt habe ich mich weiter aus dem Fenster gelehnt, aber was mache ich? Ich habe diesmal zusammengestellt. Und dann gibt es Meeresfrüchte. Ihr bist zum Ende dran geblieben, schreibt übrigens. Da würde ich dann gerne nochmal kommen dürfen. Hashtag Vin Johnson. Dann wissen wir, wer noch bis zum Ende dran geblieben ist. Und ja. Oder wir nehmen Rezeptvorschläge von den Zuschauern entgegen für den nächsten Mal. Das wäre auch cool, stimmt. Ja. Rezeptvorschläge von den Zuschauern wäre geil. Oder auch mal Location-Vorschläge. Alles Mögliche. Gebt bei uns gerne Feedback. Es soll ein Anfang sein und hoffentlich machen wir es wieder. Wir haben auf jeden Fall Lust. Und vielen Dank, Ingo. Oh, also sehr, sehr gern geschehen. Ja. Ich kann nur sagen, also bin der Einladung gern gefolgt. Und ich fand das auch spannend. Ich wusste ja gar nicht, wo die Reise mit euch hingeht. Wussten wir auch nicht. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und selbst von der ersten Minute an, wo es dann so anfing, so langsam ein bisschen schnittfest und warm zu werden, mir hat das gefallen. Und ich drücke euch ganz doll die Daumen mit diesem Format und wünsche euch noch viele, viele liebe, tolle Gäste, die ein bisschen Alarm machen und von sich diese Dinge preisgeben, die sie sonst nicht preisgeben. Nämlich Gelassenheit, Liebe und Freude am Essen und an der Kommunikation. Wow. Das ist jetzt schwierig, ne? So. Ui, Martin, ich sage jetzt einfach nur, es war mir ein Riesenvergnügen. Vielen Dank. Und ich hab dich im Visier. Und du hast was? Ich hab dich im Visier. Wenn du das nochmal sagst, wenn du den Satz jetzt sagst, schneiden den sich tausende Leute aus dem Video raus. Wo ist Geld dafür? Ich habe euch im Visier. Oh, scheiße, vor der Ulti. Ich habe euch im Visier. Schön. So gut. So geil. Du hast so keinen Plan, worum es geht. Das ist nein, das überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch schwer trainiert. Sobald ich das Atelier verlasse, habe ich fast alles vergessen. Gut. Okay, wir kommen zum Ende. Danke. So, wir essen jetzt noch auf. Das werden wir nie schaffen. Die Crew hat unglaublich Hunger. Die Crew muss essen. Also, wir haben ja echt noch viele Reste. Deswegen, die Crew darf sich jetzt wie die Heuschrecken. Schwenny, mein Sohnemann. Ich sage an der Stelle danke fürs Reinschalten und ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Ja.